Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Feind anders. Jahresende, ihr wisst, was das heißt. Die Top 5 des Jahres stehen an. Ich frage unsere Mitarbeiter, was waren eure Favoriten? Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also, bis gleich. Ich bin jetzt gerade die Inventurliste durchgegangen und da ist mir aufgefallen, wir haben hier schon zwei Mädels, die gehören schon ewig zum Inventar vom Outdoor-Schüler. Das ist die Angelika und die Kati. Mhm. So, was hat euch denn am besten in diesem Jahr gefallen? Also nicht nur hier dieses Arbeitsumfeld, ist ja natürlich top. Das aber ist super. Ja, ist super, richtig gut. Und von den Autos? Also eigentlich kann man nur darüber reden. Also Autos sind nebensächlich. Nee, Kati, wir bleiben jetzt mal nur bei den Autos, okay? Das ist denn bei der Weihnachtsfeier in der nächsten Woche. Genau, da sprechen wir über andere Dinge. Also, ich muss sagen, also mir gefällt am besten so ein Ram. So ein Ram Limited oder so ein Laramie. Also ist für mich eigentlich, ja, wirklich das Auto, wo ich sage, ja, könnte meins werden. Okay. Aber da müssen wir noch in die Verhandlung steigen. Naja. Und vor allem mal vorher fahren dürfen. Ach, da haben wir auch noch nicht, oder? Haben wir auch noch nicht gemacht. Also das liegt jetzt mal an. Das kam irgendwie nie dazu. Nee, natürlich Zeitgründe, ist klar. Weil wir immer so viel zu tun haben. Aber grundsätzlich, die Frage werden wir ja noch mal stellen jetzt, ne? Vielleicht wollen sie das auch nicht, uns so ein Auto überlassen. Das verstehe ich jetzt nicht, Kati. Ich auch nicht. Also das werden wir natürlich dann später mal den Alex fragen, warum warum es hier so anscheinend so eine Klausel gibt, euch nicht fahren zu lassen. Ja, ja gut. Und dann, dann drehen wir natürlich demnächst wieder ein Video, würde ich mal sagen. Wenn Auf er jeden es dann Fall. Erlaubt. Ja. Und dann fahren wir mal mit euch durch die Walachei. Mit unserem. Dann ist die Frage von uns beiden, wer fährt? Naja, du hin, ich zurück. Okay. Naja, wir haben es doch eigentlich wir schon geklärt. Schon geklärt, hast du recht. Aber wir müssen noch Alex noch die Frage stellen. Ja? Okay, gut. Also Ram, top. Ram Limited, bei dir? Na, das Gleiche. Das Gleiche? Naja, eigentlich sind wir Zwillinge. Eigentlich sind wir Zwillinge. Genau. Na gut, dann danke ich euch auf jeden Fall erstmal für euer Feedback. Sehr gerne. Dann frage ich als nächstes den Markus. So, was wurde zum Grundmodell Ram Limited Night Edition verändert? Wir haben hier einen ordentlichen Stoßfänger, drei LED-Leuchten und eine LED-Leiste, mit der ihr schön arbeiten könnt. Euch fällt bestimmt hier was auf. Extra breite Fender Flares. Ebenfalls ziemlich breit. Die schönen Lashanti Offroad-Felgen, 12x22 Zoll. Die werden kombiniert mit einer Offroad-Bereifung von Renegade Radar in 305 40 R22 für die Kenner. Außerdem wurde eine Sportabgasanlage verbaut und eine Backflip-Laderaumabdeckung. Markus, das alte Spiel. Ja, ist zu Ende. Top 5 Autos stehen jetzt zur Wahl. Ja. Im letzten Jahr hattest ja du den Hulk gesagt. Ja. Was war denn das Auto, was dich am meisten beeindruckt hat in diesem Jahr? Ich bleibe wieder ein bisschen bei Grün, aber nur zur Hälfte. Wir nehmen dieses Jahr in die engere Auswahl Green Mamba. Warum Green Mamba? Alles andere haben wir schon gebaut und das war mal ein bisschen was Besonderes durch die Folierung. Ja, doch, Green Mamba nehmen wir. Ich erinnere mich, nicht nur die Folierung, sondern auch das Interieur war ja besonders. Genau, das war das erste Mal, dass wir uns da mal im Interieur versucht haben und da mal dieses grüne Carbon da mal ins Auto gepflanzt haben und das wurde gut angenommen von den Kunden. War auch relativ schnell weg, ne? Ja, zu schnell. Zum Zeigen. Ja, tja. Naja, gut, das war's schon. Kurz und knapp. Dann komm gut rein ins neue Jahr. Dito.
Felder, wo wir gerade schon am Hintern stehen. Hier gibt es eine schöne Laderaumabdeckung von Retrax. Ist manuell, wollte der Kunde so. Geht natürlich auch elektrisch. Passend zum Auto haben wir hier eine tolle 22 Zoll Felge mit einer Renegade 33 Zoll Offroad-Bereifung. Ja, wichtig ist uns ja mal beim Tune, dass es ein Gesamtkunstwerk ergibt. Hinten habt ihr ja schon die Teilpolierung gesehen. Haben wir hier vorne auch aufgegriffen. Die REM-Zeichen hier an der Seite und vorne sind auch grün lackiert. Wir haben hier auch ein pulverbeschichtetes Grindrack verbaut mit einer 32 Zoll LED-Leitbar. Der Kunde möchte ja nicht nur außen auffallen, sondern auch innen seinen Spaß haben. Und da gibt es hier ein ganz besonderes grünes Carbon. Und das wurde hier angebracht und an den Seiten. Also ist ein richtiger Hingucker. So, das Auto lasse ich jetzt am besten mal so stehen. Der Kunde holt es nämlich gleich ab. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ihr bestimmt auch. Also bleibt dran. Bis später. Ciao. Ja, dann fragen wir natürlich auch mal unsere Jungs aus der Werkstatt. Christian, was war denn dein Lieblingswagen, Truck, Muscle Car, wie auch immer? In diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr hat mir besonders der Bronco gefallen. Den haben wir ja komplett auseinandergenommen, komplett neu lackiert. Mhm. Hat auch ein schönes Fahrwerk drunter. Ist auf jeden Fall gut geworden. Ist deine Farbe auch? Oder hättest du anders farbig gemacht? Ja, ich hätte die Originalfarbe genommen, aber ist auch mal was anderes. Also kann man machen. Bist du auch schon mal mitgefahren? Nee, noch nicht. Das noch nicht. Dann bist du schon der Zweite, der noch nicht mit den Autos gefahren ist, die er toll fand. Werden wir den Alex mal darauf aufmerksam machen und dann werden wir mal ein Video wahrscheinlich machen, wo alle Autos fahren dürfen. Das ist gut, ja? Ja, dann danke ich dir erstmal. Ne? Oh, kein Problem. Ciao. Ja, als nächstes frage ich mal den Erik. Erik, was machst du denn hier Schönes? Ich beziehe neue Sitze für den Gebrauchten, den wir gerade angekauft hatten. Mhm. Dass wir im neuen Glanze strahlen, sagen wir mal so. Von Stoff zu Leder. Mhm. Auf jeden Fall mit unseren eigenen AK Customs Bezügen. Einmal hier. Ja, da machen wir bestimmt demnächst auch noch ein Video drüber. Der Grund dieses Videos ist aber, wir machen wieder eine Top 5 unserer 2022er Lieblingsautos. Mhm. Was war denn deins? Boah, da gab es viele. Auf jeden Fall der letzte, den wir gemacht hatten, weißer TRX, den wir speziell für Alex umgebaut hatten. Wir hatten ja schon mal die orangene Variante davon. Mhm. Jetzt den weißen. Ich finde, das Weiß knallt einfach nochmal mehr. Also das TRX an sich ist ja schon bolide eigentlich und jetzt nochmal in Weiß. Sehr schön. Also, finde ich. Ist auch so deine Lieblingsfarbe oder was? Ja, an Autos schwer zu reinigen, sagen wir mal so, aber an sich in Weiß sehen die eigentlich am besten schön aus. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Super, dann danke dir. Und dann werden wir das nächste Video, wie gesagt, mal machen mit dir, wie wir die Bezüge hier drauf bekommen und wie sie dann im Endeffekt aussehen. Können wir gerne machen. Dann danke ich dir. Dann sehen wir uns nochmal. Alex, die alte Tradition steht an. Wir machen wieder unsere Top 5 des Jahres. Na dann. Was war denn dein super Auto des Jahres 2022? Oh, das waren ja so viele gewesen letztes Jahr. Oder dieses Jahr. Eieiei. Durch die DAC alleine hat man ja sehr, sehr viele Fahrzeuge umgebaut. Hier stehen wir, das ist ja einer meiner Favoriten, unsere Eleanor. Ja? Mhm, dann haben wir, da hinten finde ich zum Beispiel auch sehr schön, auch selten, eine Hellcat Red Eye in Cinnamon Stick in der Farbe. Und also eigentlich so einer meiner Favoriten war der TRX Ignition von AK Customs. Ah, der war sehr, sehr schön. Ja, der passt ja gut zu dir. Ja, der war sehr gut gewesen. Und waren ja viele Autos. Ich weiß ja nicht, was die anderen Kollegen so gesagt haben. Aber ja, lass dich überraschen. Ja, aber eins muss ich dir natürlich, du bist ja der Letzte in dieser Konstellation. Ja. Die mehrere Mitarbeiter haben sich beschwert, dass sie die Autos noch nicht fahren durften. Ach so? Unter anderem deine Mädels. Aber reicht doch, wenn der Chef die fährt, oder? Und haben darum gebeten, dass er auch mal so mit einem REM fahren durfte. Was sagst du denn dazu? Naja. Weil wir würden gerne nochmal ein Video darüber machen. Ja, wenn du sie an die Hand nimmst, darfst du sehr gerne mit denen fahren, aber von der Sache her, ja,
von mir aus, sehr gerne. Also haben Sie mir noch nicht offeriert, aber wenn Sie es möchten, dann kein Problem. Ja, alles gut. Gut, ja, dann haben wir sie zusammen, würde ich mal sagen. Na dann, dann schneidet mal schön und dann gucken wir uns die Folge mal an. Ja? Genau. Also dann sind wir ja schon zwei. Ja. Gut. Okay. Dann lasst euch gut gehen. Ne? Dann schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Und vielleicht kriegen wir noch eine Folge hin. Ein, zwei schöne Sachen haben wir ja noch. Und, wir müssen dich ja noch interviewen. Wir haben die Sima noch, die müssen wir noch auswerten. Richtig, richtig. Die war noch sehr, sehr spannend und schön. Ja. Einige Fahrzeuge, die uns dann im nächsten Jahr erwarten. Oh, auf jeden Fall. Ja. Und da gibt es uns mal einen kleinen Ausblick, würde ich sagen. Viele, viele Neuerungen. Die letzten Modelle im Prinzip von den neuen Modellen 23. Danach wird ja für viele eine Ära zu Ende gehen. Also wird auf jeden Fall spannend, interessant und mal gucken, wie viel im Endeffekt davon dann nach Europa kommt. Ja. Wir werden es sehen. Wir werden sehen. Also, lasst euch gut gehen. Bis später. Tschüssi.